Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich vermute, es ist schon wieder Tag. Ich eier jetzt nochmal zu dem Questing hin, aber das wird wohl zu spät sein. Da werde ich wohl bis zum nächsten Tag, bis zur nächsten Nacht warten müssen. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass das hier, weiß nicht, Morgendämmerung nicht mehr als Nacht gilt. Dann werden wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen tatsächlich das Gebiet erkunden. Denn Quests haben wir jetzt hier bis auf diese aktuell keine mehr. Und diese sieht nicht danach aus, als würde sie jetzt weitergehen. Sondern quasi erst in der nächsten Nacht. Wenn ich das denn dann rechtzeitig blicke und mich nicht wieder irgendwo festsuche, was vollkommen sinnlos ist wie in der letzten Folge. Ja. Da ist er doch noch. Oh, sehr cool. Gut, mein Freund. Schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Ja, cool, mitten am Tag. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Immer. Dafür habe ich keine Zeit. Was? Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Was wollt ihr denn, ihr Lappen? Schade, dass seine Neugier ihm den Tod bringen wird. Schade, dass meine Doppelschwerter dir den Tod bringen werden, Junge. Der Wissbegierigen ist sehr gefährlich. Ach guck mal, da ist noch einer. Au. Was? Idiotin. Oran bulimi di mechanisten in Aixen. So. Oh, Kätzchen, oh, Kätzchen. Nee, tragen wir hier nicht. Plündern wir ja, tragen nicht. Alles cool. Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede, oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Jo. Besser das Lager als deinen Kopf. Verpiss dich, Junge. Ach, guck mal, da liegt was. Die Götter werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. Bucket. So war Re lebt. Du bist so eine Schande. Einer der besten Händler, mit denen wir Handel treiben. Mach weiter so. Wir senden dir einen großen Bestand an Mumien. Sie müssen bis zum Ende des Monats verkauft sein. So. Ach hier, guck mal. Ganz vergessen. 6 Gold. Haben wir nicht. Okay. Aha, jetzt sind wir Eremos Versteck. Siehste? Läuft. Auch hier wieder ein Ort, den wir quasi im Laufe oder im Verlauf einer Quest entdecken oder erkunden oder wie auch immer. Den möchte ich jetzt bitte wieder ganz entspannt aus der Ferne ausnehmen. Da hätte ich doch enorm Lust drauf, muss ich ja mal sagen. Schon wieder viel zu viel Nahkampf. Ich hoffe, hier ist irgendwo irgendwie Deckung in der Nähe des Lagers. Ja, ja, erstmal gehen wir hier hoch. Ah, da drüben läuft schon einer. Verteidigt. Ah, da hinten steht der.
Er ist, okay. Ich liebe den Raubtierbogen, ohne Witz. Yay, yeah, wir kriegen unseren Pfeil sogar wieder. Hier ist doch mehr Gras und Deckung, als es von oben den Anschein hatte. Ja, stell dich doch ein. Die Patrouille kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, um ehrlich zu sein. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Boah, der steht echt gut. Muss man ihm lassen. Hast du gut platziert, der Junge. Ohne Schmarrn, das habe ich gut gemacht. Muss man mal anerkennen, oder? Den Gegner was gut macht. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Hola. Stimmt, das sollten wir definitiv nicht. Nicht vom Weg abkommen. Verdammt, woher? Okay, die sind in heller Aufruhr, die Herren. Hat sein dummes, trauriges Leben verwirkt. Hey, was? Du kannst nicht fliehen! Au. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Ja? Hab dich. So. Das war wieder nicht so, wie ich es gern hätte. Manno. Ich meine, es ist nicht so, dass es schlimm wäre. Geschafft haben wir es auch so. Da ist ja noch einer. Verdammt.
Verdammt, du bist kein schöner Anblick. Oh, und riechen tust du auch nicht. Schnauze. Dinger zerstören, ne? Ah. I see. Yay. Ort beendet. Zack. 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 Plündern. Plündern, 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 plündern. Da ist noch was zum Plündern. Heiles. Jetzt wird Menahed Ruhe haben. Es ist endlich getan. Ne? Na, hier, ne. So, jetzt sollten wir aber hier alles haben. Sehr schön, damit wäre das Eremos-Versteck auch entsprechend erledigt. Sehr gut. Ja, das lief, wenn man mal sich als Ziel setzt, das meiste irgendwie unentdeckt machen zu wollen, dann lief das eher so mäh gerade. Aber egal, wir haben das Lager ausgenommen, wir haben die Quest entsprechend erfüllt und wir werden sie jetzt abgeben. Dann sind wir auch schon Stufe 12, ich will nicht auf den Löwen. Hi, tschüss. Mann, wo versteckt er sich denn? Der Lappen. In der hintersten Ecke des Tempels. Ah, da bist du ja. Ja. Wie kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern? Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Oh nein. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ah ja. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Sein Haus ist nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Ah, easy. Geht schon. Pamu schätzt einen Becher Wein von Zeit zu Zeit. Die Göttin des Gemetzels. Ich bin gerade etwas irritiert wegen der Wache. Dass da steht, dass ich sie niederschlagen kann. Will ich ja gar nicht. Missionsziel in der Nähe. Wo denn? Aha. Dann gehen wir da doch mal hin. Oh je. Sicher, Pamu. Der Mann stinkt nach Bier. Oh, danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Ja. Oh
warte, ich bringe deinen Krieger und jetzt kann der Krieger nicht kämpfen und wir müssen natürlich kämpfen. Da wird es doch drauf hinauslaufen. Da brauche ich aber jetzt keinen Hellseher für, dass die Quest wahrscheinlich genauso gestrickt ist. Jetzt sehen die hier alle den übelsten Krieger, den kennen die bestimmt auch alle, wenn da immer so ein, hier so ein Spektakel ist und gekämpft wird. Und hier so Gladiatorenkämpfe sind das wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Hier der übelste Superstar. Und hier einer am Saufen. Dem ist der Erfolg wohl zu Kopf gestiegen. Oder der Wein. Man weiß es nicht genau. Vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Wegen des Erfolges ist ihm der Wein zu Kopf gestiegen. Er musste seinen riesigen Erfolg irgendwie verarbeiten. Ja, gleich wird aufgestanden hier, Junge. Da gibt es eine rechts auf die Backe und eine links auf die Backe. Und dann noch zwei auf die Wangen. Manet, das ist Pamu. Was ist mit ihm geschehen? Ja, ne? Läuft bei Pamu. Sein Bedürfnis, auf Sachmet zu trinken, war größer als gut für ihn war. Das ist ein Desaster. Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn's nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen. War klar. Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Sprich mit dem Hohepriester darüber, Pamu zu ersetzen. Werden wir tun, aber nicht mehr in dieser Folge. Das heben wir uns mal für die nächste Folge auf. Haben wir ein bisschen mehr Schaden. Nicht so eine hohe Angriffsgeschwindigkeit sicherlich. Der Wabui-Block. Okay. Und ein sivanisches Zepter. Das zerlegen wir mal. Das genauso. Das Shepesh möchte ich, glaube ich, sogar ausrüsten. Mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt... Ach, Quark. Sehr gut. Das machen wir dann mal lieber so mit den Waffen. Auch wenn ich lieben gerne mit legendären Waffen rumlaufen würde. Schleppt der Pamu erstmal weg. Los, ab ins Wasser, hier ab in den Pool mit dem. Keine Ahnung. Dann hier so ein bisschen an so einem Räucherdings, Weihrauchgemäre geschnuppert, dann geht's mir bestimmt wieder gut. Kaffee hinterher. Gab's zu der Zeit schon Kaffee? Ich weiß es gar nicht, wer den Kaffee erfunden hat und wann. Es gab bestimmt schon Vorläufer des Kaffees, gab's bestimmt schon. Das würde mich stark wundern, wenn nicht. So, ich laufe hier sinnlos in der Gegend rum. Ich möchte ganz kurz mit Zenu. Boah, ich brauche eigentlich Leder, also weiches Leder schon wieder und Fell. Und was sie noch alles. Also Pelz, Fell, Pelz, weißt du, verstehst du schon, weißt du, was ich meine? Was ist denn hier? Okay. Lalalala. Ich markiere das mal. Und huch, bin auf die Bogentaste gekommen. Falscher Knopf. Komm her! Du alles Kamel. Zack. So, ich möchte bitte zu dem Tier reiten. Dann, Entschuldigung. Wo reiten wir denn lang? Hier geht's ja wohl bitte lang. Also Straße folgen ist sicherlich nicht immer der beste Weg. Wie wir gerade sehen. La la
la, 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 la. Dann werden wir nämlich jetzt, auch wenn wir schon wieder bei 20 Minuten sind, high. Ein bisschen jagen gehen noch. Entschuldigung, den kleinen Bub jetzt umgeritten, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Das war nun ganz und gar nicht meine Absicht. Steinböcke. Kann ich dich nicht töten? Doch. Bringt mir aber ungefähr nichts. Vielleicht sogar ein bisschen weniger noch. Wahrscheinlich genauso effektiv wie in diese Flamingos hier reinzuboxen. Wahrscheinlich bringt das alles gar nichts. Was? Oh Gott. Das sind aber viele. Oh, die habe ich keine Lust zu überfallen. Auch wenn der wahrscheinlich 10 Holz oder so dabei hat. Nee, lass mal stecken. Da fühle ich mich irgendwie gerade noch ein bisschen schwächlich für, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen, ihr geht doch auch mit dem Kriegsbogen down. Nehme ich gerne. Nehme ich alles sehr gerne. Ist das Viech im Wasser? Das ist schon tot, das, was ich markiert habe. Okay. Das haben wahrscheinlich die Hyänen gerissen. Soll mir aber im Endeffekt auch recht sein. Ist halt mehr oder weniger Leder for free. So, hier fehlt es genau an Holz und an Fell. Hier Bronze noch, okay. Das können wir schon herstellen. Jetzt ist die Frage, will ich mehr Nahkampfschaden? Ich wollte das Holz ja erstmal sparen. Wir brauchen aber noch 3 Leder, um hier mal voranzukommen. Das heißt, wir werden uns diese 3 Leder in der Folge auf jeden Fall noch gönnen. Das werden wir auf jeden Fall noch tun. Ah. Richtig guter Schuss. Sehr schön. Dann erhöhen wir mal unsere Gesundheit ein wenig. Wir brauchen noch mehr weiches Leder und könnten dann unsere Gesundheit theoretisch nochmal erhöhen. Boah. Danke, Senu. Die bringen aber kein Leder. Der Papa braucht Leder, Senu. Das ist lieb gemeint. I appreciate that very much. Du
stehst da ganz schlecht. Also für deine Verhältnisse, für meine Verhältnisse gut. Für dich dann doch eher schlecht. Da oben ist wieder irgend so eine, was weiß ich. Das war ein Kopfschuss bei dem Viech. Okay, das war zwar Schulter, aber macht ja nichts. Und ihr tut mir was? Ich weiß das immer nicht, was die sind, wer die sind, was sie machen. Ich hab doch keine Ahnung. Die sind auf der Flucht. Da kommt irgendwie angeritten. Da ist noch ein Viech auf der Flucht. Und noch mehr. Was ist denn hier los? Können die sich nicht mal alle beruhigen? Hi. Niedergestreckt. Guck mal, du hast das gar nicht mitgekriegt. Du armes Ding. Boah, das ist doch schon, wenn man das immer irgendwie zumindest versuchen will, halbwegs aktuell zu halten, was die Ausrüstung angeht. Ist das doch schon nicht so einfach. Beziehungsweise nicht so einfach kann man nicht sagen. Es ist einfach aufwendig. So einfach ist das hier schon. Das ist jetzt nicht großartig herausfordernd, hier ein paar Antilopen oder was auch immer das ist, zu erschießen. Da gibt es sicherlich deutlich schwierigere Aufgaben. Da hinten ist der Bossgeier. Dem gehe ich jetzt mal aus dem Weg. Auf den habe ich nämlich so gar keinen Bock. So. Jetzt bin ich hier schon wieder am Nilpferd-Versteck. Versteck in Anführungszeichen. Wie viel habe ich? Wie viel fehlt noch? Drei fehlen noch. Kriegen wir die noch? Oder habe ich hier alles schon wieder gemetzelt? Okay, das ist natürlich nicht so schön. Vielleicht noch irgendwo? Zenu vielleicht? Da kommt einer mit Holz. Okay, da ist noch einer. Da fische ich mir doch gleich mal vor. Der gibt auch drei Leder, der markiert ist. Sonst hätte es ihn mir nicht angezeigt. Das habe ich mittlerweile gelernt. So, jetzt bin ich aber ehrlich gesagt das Farmen ein wenig leid. Oh,
Oh, jetzt wird es hier auch ein bisschen ruppiger, was die Materialien angeht. Jetzt brauchen wir schon drei. Boah, und hier auch, wenn ich Holz habe. Oh, Alter, das ist echt heftig. Das ist echt heftig, was man hier an Materialien braucht. So, das heißt, wir haben aber schon mal das. Ich würde gern auch noch irgendwie in einer der nächsten Folgen noch ein paar Löwen killen. Wo sind wir denen begegnet? Hier oben waren welche, ne? Wenn wir eh schon mal hier sind, pass auf. Gehen wir in der nächsten Folge hier hin, gucken uns das an. Und werden uns mal auf die Suche nach ein paar Löwen begeben und schauen, wie gut oder schlecht wir die killen können. So machen wir es. Wobei ich mir erstmal den Ort gerne angucken würde, was das ist. Und dann gucken wir uns hier oben um. Wobei wir da bestimmt auch noch irgendwie per Quest hinkommen. Ach, ich weiß doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich erkunde so gerne. Ich erkunde so gerne. Na gut, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Ich sage bis hier, danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.